Hallo, es geht um eine Aufgabe, die aus dem Leben gegriffen ist. Zumindest ist sie aus meinem Leben gegriffen, weil nämlich eine Freundin von mir, nämlich Heike, mich um Rat gefragt hat. Es geht um Folgendes. Sie möchte an einem Wettlauf teilnehmen mit ihrer Freundin Karina zusammen. Und der findet in einem Safari-Park statt. Und das ist so aufgebaut, dass man beim Start hier losläuft, 2,5 Kilometer bis zu einer Wendemarke und da dreht man um und läuft wieder zurück. Und Heike meint, dass sie für einen Kilometer 6 Minuten braucht. Und sie weiß von Karina, dass sie für einen Kilometer 4 Minuten und 25 Sekunden braucht. So, wenn die jetzt also beide loslaufen, wird Folgendes passieren. Das ist jetzt mal Karina und das ist Heike. Ja, die laufen beide zur gleichen Zeit los und Karina ist schneller. Sie wird hier schon wieder drum rumlaufen und Heike irgendwann hier treffen. Und die Frage ist, wann und wo wird das sein? Ja, wie geht man an so eine Aufgabe ran? Es gibt mehrere Möglichkeiten und ich möchte hier die Möglichkeit zeigen, die mit linearen Funktionen zu tun hat. Wir können aus dem Lauf von Heike und aus dem Lauf von Karina eine lineare Funktion machen und dann gucken, wo sich beide Funktionen schneiden. Dazu braucht man ein Koordinatensystem. Hier haben wir die Achse, auf der die Zeit abgetragen wird. Die Einheit ist Minute. Und hier nach oben wird der Weg abgetragen, die Einheit ist Kilometer. Hier sind wir bei 2,5 Kilometern und da ist die Wendemarke. Wenn also jetzt Heike losläuft, hier zum Zeitpunkt 0, dann wird sie mit fortschreitender Zeit immer mehr Strecke zurückgelegt haben. Bei Karina ist das genauso. Karina läuft aber schneller als Heike, deshalb ist die Steigung hier größer und deshalb hat sie auch bei einem bestimmten Zeitpunkt, sag ich mal, wenn. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.